So, dann starte ich jetzt hier den zweiten Versuch. Beim ersten war nur ganz kurz das Bild zu sehen. Mal abwarten, ob das Bild jetzt erscheint. Okay, ich sehe, dass es gerade auf dem anderen Monitor das Bild da ist. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Okay, jetzt scheint das Bild da zu sein. Also gut, dann geht die Technik. Aber ich hätte gerade schon mal wieder auf die fluchen können. Gut. Was soll's? Wir fangen dann beim DAX an, da habe ich ja aus dem Wochenchart eine Analyse gebracht. Und das sind eigentlich hauptsächlich diese zwei Marken jetzt wichtig. Klar sind die eigentlich jetzt 1000 Punkte fast dazwischen. Und die größeren oder überhaupt Signale gibt es eben ja, auf Wochensicht über 10.400 Punkten. Da war noch ein Pfeil. Dann hier dran über dieser Abwärtstrendlinie, klar im Idealfall eben auch frühestens im August. Denn da würde dann hier die beiden Linien auf einem und demselben Kursniveau etwa liegen. Ja, ist ja auch dann auf Schlusskursbasis gemünzt, dieses Signal von 10.400 Punkten. Und unterhalb diesem Unterstützungsbandes sieht es recht kritisch aus, aber eben auch. Natürlich idealerweise bleibt der, wie jetzt gestern eben auch schon erwähnt, ist hier der EMA 200, SMA 200 im Wochenchart exakt hier drauf. Das ist der Unterstützungsband und gleichzeitig darunter sind noch ein paar horizontale Linien. Also temporär im Wochenverlauf kann das theoretisch nochmal drunter gehen, ohne das Chartbild noch deutlich einzutrüben, aber ein Schlusskurs darunter wäre hier, wenn man hier die ganzen Kerzen sieht, natürlich negativ. Allerdings hier kann sich das dann bei der 9000 Punkte Marke schon auffangen. Allerdings unter dieser flachen Aufwärtstrendlinie wäre für mich klar ein Verkaufssignal Richtung 8000 Punkten, aber diese Linie muss auch dann auf Schlusskursbasis, also auf Wochensicht gebrochen werden. Hier der DAX auf Xetra-Basis, ja, ist jetzt hier, sieht man jetzt nicht besonders viel, viele Gaps natürlich. Und wenn man hier den Trendkanal verbindet, war hier echt am Freitag, starteten dort direkt die Käufe dann. Auf der Indikation gab es ja hier ein Setup am Freitag, dass es von diesem Unterstützungsbereich nach oben geht oder bei dem Bruch. Und als dann der Kurs hier stand, kann man im Stream nachschauen. Will ich jetzt eigentlich nicht drüber switchen, weil ja da gerade aktuell der Livestream läuft. Geschrieben, ja, die 100 Punkte soll man mitnehmen, jetzt nicht unbedingt auf den weiteren Anstieg setzen oder Teilgewinne und Stopp auf Einstand. Also hat es dann hier auch gut gepasst aktuell. Ja, testet er jetzt hier exakt diese Linie heute vor 5 Minuten oder vor knapp 10 Minuten. Und nun steht er hier an der Unterkante, kann sie jetzt hier durchaus nach oben nochmal absetzen. Ja, sieht jetzt hier nur, wenn man den DAX betrachtet, nicht schlecht aus. Die Kerzenformation hält die Unterkante und sollte dann noch mal eine Aufwärtsbewegung anschließen. Zum Öl
gibt es kein neues Setup. Hier ist ganz klar dann der untere Bereich genannt worden. Schlusskurs unter 46,50 wäre hier negativ und beim Brent wäre hier ja unter 47 US-Dollar. Der Hang Seng konnte sich heute stabilisieren, steht immer noch theoretisch Schlusskurs auf Schlusskursbasis über dem Stoppkurs, allerdings hier knapp darunter wurden Teilverkäufe oder Verkäufe getätigt. Beim Nikkei gab es Probleme, jedenfalls bei meiner Ansicht, deswegen habe ich das jetzt hier kurzfristig nicht mehr verfolgt, aber hier ist das Kursziel, die Korrekturmarke erreicht worden und auch heute waren Käufe zu beobachten mit einem Gap. Ja, ich habe schon hier das erwähnt, mit die Kerze sieht hier also nur das untere Stück absolut identisch aus und startet ja dann auch mit einem Gap hier in die nächste Handelswoche, schätze ich mal auch, ja. Das war auch ein Freitag, beziehungsweise waren Feiertage dazwischen. Zu einem wichtigen Setup, was ich glaube ich am Wochenende ansprechen wollte, aber es dann vergessen hatte, war hier US-Dollar, kanadischer Dollar. Das ist hier der Wochenchart. Bricht hier die 1,31, wären hier größere Kursgewinne zu erwarten, also bricht diese Marke. Allerdings sollte man hier auf Schlusskursbasis schauen. Im Tag ist hier auch eben ein Bruch erst des EMA 200 dann mit einem Kaufsignal gleichzusetzen. Das ist jetzt ein älteres Setup, also hier kann es eine schöne Bodenbildung geben. Stopp einfach beachten, aber hier kann man wirklich noch nicht definitiv sagen, ob das jetzt wirklich eine Bodenbildung ist oder einfach nur noch, dass eine Welle nach unten fehlt und für das ist eben dann der Stopp gedacht. Silber konnte hier schon, was am Wochenende eingezeichnet ist, eine Bewegung nach oben fast vielleicht abschließen und wie gesagt hier eher seitwärts und irgendwann, wenn sich vielleicht die Aktienmärkte gefangen haben, gibt es hier nochmal einen Absacker. Und dann, denke ich mal, geht es hier weiter nach oben. Aber genaue Setups ist jetzt ja auch nur ein Szenario. Gibt es dann wieder im Stream, wenn sich was besonders Tolles ergibt. Euro-Yen kann sich hier unten halten. Aber sonst gibt es da auch nichts mehr zu sagen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich melde mich dann später wieder. Thank you.